Still steht es da, das abgeschaltete Atomkraftwerk Neckar-Westheim. Eines der drei letzten, das in Deutschland vor 16 Monaten vom Netz ging. Drinnen lagert weiter hochradioaktiver Atommüll. So lange, bis ein Endlager gefunden ist. Anders als erwartet könnte das nun doch noch 50 Jahre dauern. Herbert Wirth, Atomkraftgegner der ersten Stunde, ist frustriert. Wir als Anti-AKW-Bewegung haben schon immer kritisiert, dass es nie den ernsthaften Versuch gab, sich mit dem Thema Langzeitlagerung von Atommüll zu beschäftigen. Ein Problem auch für den Bürgermeister. Neckar-Westheim hat zwar lange vom AKW durch Steuereinnahmen profitiert, doch jetzt bleiben sie auf dem Müll erst einmal sitzen. Enttäuschung. Das ist für viele Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen, die jetzt leben, dass sie es nicht mehr erleben werden, dass der Müll noch von hier weggeht, ja, sag ich mal. Ein Problem nicht nur in Neckar-Westheim. An 16 Standorten lagert momentan Atommüll in Zwischenlagern. Bis 2031 sollte laut Gesetz eigentlich ein Endlager gefunden werden. Nach dem Gutachten des Öko-Instituts soll es aber bis 2074 dauern, im Idealfall. Viel länger also, als es überhaupt Genehmigungen für die Zwischenlager gibt. Wir haben ja jetzt erstmalig überhaupt ermittelt, wie lange der Zeitrahmen sein wird für ein Standortauswahlverfahren. Es ist einfach deswegen ein langer Zeitraum, weil viele Akteure miteinander arbeiten müssen in diesem Verfahren. Zumal die Bevölkerung eingebunden werden soll. Doch Atommüll in einem Endlager will keiner in der Nähe haben. Das Umweltministerium hatte vor einiger Zeit eingeräumt, dass die Suche länger dauern wird. So lange aber nicht. Diese Studie hat nicht alle aktuellen Informationen und Fakten einbeziehen können, weil wir in den letzten Monaten eine Entwicklung hatten, die dynamisch ist. Für mich bleibt das Petitum, dass wir so schnell wie möglich ein Endlager finden müssen, das so sicher wie möglich ist für uns und auch für die kommenden Generationen. Tatsächlich gäbe es klare Möglichkeiten zum Handeln, so Jürgen Röhlich, Experte für Endlagersysteme. Man müsse den langen Zeitraum nicht hinnehmen. In der jetzigen Phase der Auswahl von Standortregionen für die übertägige Erkundung müsste deutlich entschiedener und mutiger ausgesiebt werden, sodass wir zu deutlich weniger und kleineren Standortregionen kommen, was dann viel Aufwand später spart. Der zweite Punkt ist, danach werden wir eine Befassung des Parlaments haben und da besteht die gesetzgeberische Möglichkeit, auf Beschleunigung als Gesetzgeber hinzuwirken. Eine akute Gefahr durch die Zwischenlager sieht der Experte derzeit nicht. Was aber passieren könne, dass die Endlagersuche verschleppt werde und schließlich scheitere. Das befürchtet man auch hier in Neckar-Westheim. Denn dann wird das Problem künftigen Generationen überlassen.